AstroSam übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung von Squadron 42 und Star Citizen. Im heutigen Inside Star Citizen geht es um die PTU-Feedback-Phase, die ich begleiten werde im Rahmen eines Voice-Overs. Und im Anschluss geht es in einen neuen Sprint-Report, wo wir den Status quo der Frachtdecks, der Cargo-Decks erfahren und uns erzählt wird, dass nicht nur die Schiffe, sondern auch Waffen jetzt verschmutzen, verdrecken können im Rahmen des Wear-and-Tear-Systems, des Verschleißsystems. Und das wird ermöglicht mit dem Hard Surface Shader. Und ich erkläre mal kurz, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen einem normalen Shader und diesem Hard Surface Shader. Die Runtime Probes werden nochmal erwähnt und das Feuersystem, das wir jetzt auch schon zweimal kennengelernt haben, das befindet sich weiter in der Entwicklung. Und den neuesten Stand dazu, den bekommen wir hier auch erklärt. Und nicht zuletzt geht es um die Arbeiten an den meist erwarteten nächsten GIP-Schiffen von Crusader Industries und dem Environment Art Team, was sich um Gras und Wiesen kümmert. Es gibt immer einen weiteren Spieler, der einen Fehler im Code findet, und dann muss man viel Zeit darauf verwenden, den Fehler zu beseitigen. Wenn ein Patch ins PTU geht, erhalten wir eine Menge interessanter Reaktionen durch die Spieler. Ich glaube, wir befürchten immer, dass wir einen offensichtlichen Anwendungsfall übersehen, den sich die Spieler in Star Citizen wünschen. Im Grunde erwarten wir eine Art gemischtes Feedback. Wir hoffen dabei immer, dass sich die Spielerfahrung verbessert hat. Die größte Herausforderung beim Managen von Spielerfeedback besteht darin, dass all diese Leidenschaft und Energie in etwas verwandelt werden kann, das die Designer in der Praxis umsetzen können. Unser Lernprozess besteht also darin, dass wir das Feedback der Community lesen und entsprechend der Erwartung umsetzen. Problem dabei ist, dass die Community sagt, was sie möchte, sich aber selbst uneinig darüber ist, wie wir es umsetzen sollen. Wenn ein Build zum ersten Mal ins PTU kommt, ist er in der Regel unvollständig. Wir halten gewisse Dinge zurück, damit wir spezifisches Spielerfeedback einsammeln können und von dort ausgehend dann weiter iterieren können. Vorteil des PTU ist, dass wir durch das Feedback in der Lage sind, eine Menge Fehler zu bereinigen und den Build übergreifend zu verbessern oder auch, dass wir Grenzfälle von Schiffsanpassungen erkennen, die ohne das Spielerfeedback an uns vorbeigegangen wären. Jedes Schiff von Anfang an perfekt auszubalancieren, ist offen gesagt unmöglich. Wir brauchen Feedback und es besteht ein Unterschied zwischen unserem, zwar alles testenden internen QA und Tausenden von Spielern. Viele Leute denken, dass das PTU nur dazu dient, Fehler zu melden und über Fehler zu sprechen. Aber es kann auch ein Versuchsfeld für Designideen und Designkonzepte sein, wo wir das Spielerfeedback aufnehmen und in das weitere Vorgehen einfließen lassen. Wir haben also eine Idee oder einen Weg des Tunings oder der Kommunikation, dann können wir diese Idee oder diese Art des Tunings oder diese Art der Kommunikation an den PTU-Spielern testen, bevor es live geht. Geschütztürme beispielsweise sind komplett neu aufgesetzt worden. Die mehr PvP-fokussierten Spieler sagten uns jedoch, dass sie eigentlich diese Art von detailliertem Feedback brauchen, das das alte Zielsystem hatte. Also haben wir das berücksichtigt und dann einfach das ganze neue Belegungsschema ausgearbeitet, das wir jetzt haben. Wir haben jetzt also kontextsensitive Steuerungsmuster, die automatisch das korrekte Ziel wählen, das der Spieler wahrscheinlich anvisieren möchte. Es gibt also eine ganze Reihe neuer Tasten, die wir vor- und zurück iterieren können. Diese Art von raschen Fortschritten ermöglicht es, uns intensiv damit zu befassen, wie wir das UI für die Geschütztürme erstellen können. Wir sind also von einer programmierten Oberfläche zu einer grafikbasierten übergegangen und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Atmosphärenflug nach der PTU-Feedback-Phase nun wesentlich besser ist. Wir waren in der Lage, noch einmal tief einzutauchen in die Mechanik und vieles zu verbessern, neu abzustimmen und durch die Community zu erfahren, wie sich die Veränderungen anfühlen und was sich noch nicht so gut anfühlt. Die Aerodynamik ist ein riesiger Schritt für Schiffe, insbesondere die wirklich großen, und beeinflussen die Art und Weise, wie Schiffe in der Atmosphäre gesteuert werden, vollständig.
Das war ein entscheidender Teil der Entwicklung. Es ist jetzt also definitiv wesentlich besser als bisher. In diesem Patch haben wir Jerk hinzugefügt. Jerk ist das Maß für die Unmittelbarkeit der Reaktion eines Schiffes auf Schub. Das ist etwas, was wir eng mit den PTU-Spielern abgestimmt und getestet haben. Es ist ein neues Feature, eines, das die Leistung eines Schiffes immer irgendwie verschlechtern wird. Aber es sollte kein entscheidender Faktor des Spiels oder gar über den Ausgang eines Kampfes sein. Also haben wir einige Basiskräfte hinzugefügt, von denen wir hoffen, dass sie das Spielerlebnis unterstützen. Aber die Spieler ließen uns wissen, dass dies mit einigen Nachteilen verbunden war, die wir anpassen mussten. Es stellte sich heraus, dass wir die lineare Beschleunigung ziemlich genau getroffen haben, aber die Winkelbeschleunigungen nicht passten mit Jerk. Also haben wir einige Anpassungen mitten in der PTU-Phase vorgenommen und seitdem gibt es kaum noch Beschwerden darüber. Mein persönliches Gefühl ist, dass diese Änderungen recht gut aufgenommen wurden, weil sie einen ziemlich guten Schritt in die Richtung darstellen, die wir gehen wollten. Was 3.10 betrifft, so hoffe ich, dass die PTU-Tester die positiven Eindrücke auch auf die gesamte Spielerschaft überträgt. Denn das kann sich immer wieder ändern. Es gibt viele verschiedene Gruppen an Spielern und die alle positiv zu stimmen, ist das, was wirklich zählt. Natürlich können wir keine bahnbrechenden Veränderungen vornehmen, zum Beispiel das gesamte Spiel auf einen Schlag fixen. Aber wir hoffen immer auf Threads wie, hey Leute, meine Spielerfahrung hat sich verbessert oder vielen Dank dafür, damit wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Spieler, die diesen Build während der Evocati und PTU-Phase getestet haben, haben diesen Patch mit seinen komplexen Systemen absolut verbessert. Vom Anpassen des Jerk, um mehr Kontrolle über die Schiffe zu erhalten, über das Balancing der Geschütztürme, bis hin dazu, dass sich der Atmosphärenflug besser anfühlt und auch große Schiffe in der Lage sind, trotz Wind abheben zu können. Und nicht zuletzt auch die Tastaturbelegung schlüssig und korrekt ist. Wirklich viel, viel Zeug. Lots and lots of stuff. Über eine kurze Werbung für den Pico Plüschpinguin geht's jetzt weiter zum Sprint Report. Let's start things off with another look at the continuing development of cargo. Zuerst gibt's neue Eindrücke des Fortschritts an den Arbeiten der Cargo Decks, der Frachtdecks, die für Alpha Patch 3.11 geplant sind. Solltet ihr zum ersten Mal davon hören, Frachtdecks sind dazu gedacht, einen Platz für die Lagerung und den Transfer von Gütern sowohl für Spieler als auch für NPCs zu bieten. Ihr findet sie entlang der wichtigsten Handelsrouten oder Lagrange-Punkte und in den geostationären Umlaufbahnen über den wichtigsten Landezonen. Die Cargo-Decks dienen sowohl als Handelshafen als auch als Lager für die wichtigsten Handelsgüter des Verse. Commercial harbors and warehouses for all major trade goods in the Verse. Während die Entwicklung in 3.11 und darüber hinaus weitergeht, werdet ihr eine Reihe von Fracht- und handelsbezogenen Missionen, Handelssicherheitsmissionen und Interaktionsmöglichkeiten mit der Frachtgilde dort finden. Man wird Frachtraum mieten können und vielleicht ein paar geheime Bereiche entdecken, die nur Angestellte für ihre Pause kennen sollten. Bei den FPS-Waffen werfen wir einen kurzen Blick auf das ballistische Scharfschützengewehr A03. Nachdem CRG das in den letzten Wochen vorgestellte Balance Triangle angewendet hat, wissen sie nun, dass Waffen des Herstellers Gemini auf Genauigkeit und Geschwindigkeit ausgelegt sind. Sie sind eher Präzisionswerkzeug als Schlagstock. Aber wenn man einen hohen Geschossdurchsatz bevorzugt, greift man eher zu Behrings neuem leichtem Maschinengewehr FS9, das stilvoll aussieht und mitteilen möchte, ich habe eine Menge Geschosse, gib mir keinen Grund, sie dir zu geben. Zusätzlich wird das Wear-and-Tear-System, das Verschleißsystem, das durch die neuen Hard-Surface-Shader ermöglicht wird, ins Spiel implementiert, hier beispielhaft an einigen Waffen zu sehen. Wer sich fragt, was denn nun wieder ein Hard-Surface-Shader ist und wo der Unterschied zu einem normalen Shader ist: Shader sind zuerst einmal kleine Skripte. Ein Stück Code, mit dem Komponenten erstellt, Spielereignisse ausgelöst, Komponenteneigenschaft verändert werden können und die auf Benutzereingaben in beliebiger Weise reagieren können. Shader enthalten weiterhin die mathematischen Berechnungen und Algorithmen zur Berechnung der Farbe jedes gerenderten Pixels, basierend auf der Lichteingabe und der Materialkonfiguration. Ein Hard Surface Shader, ein harter Oberflächenshader, ist in zweierlei Hinsicht speziell. Er ist spezialisiert auf Oberflächenreflexion und Beleuchtung. Und
Alle Hard Surface Shader sind austauschbar und ermöglichen es, die Shader im laufenden Spielbetrieb auszutauschen, um ihre Leistung oder visuellen Anforderungen zu erfüllen, ohne dass die Materialeigenschaften neu eingestellt werden müssen. Das hat zweierlei Vorteile. Offensichtlich A, dass übergangslos Materialien ausgetauscht werden können und so der Eindruck eines schmutziger werdenden Objekts, Schiffes oder Fahrzeugs entsteht. Vielleicht noch wichtiger B, dass die definierte Kollisionsabfrage bestehen bleibt und wir nicht plötzlich mit Spielerfüßen oder Landegestellen einsinken und hängen bleiben, wo mit dem vorherigen Shader noch alles schick gewesen ist. Das Wear and Dirt Abnutzungssystem wird durch diese Hard Surface Shader also erst möglich. Außerdem werden für diesen Effekt Krümmungsverschleißeffekte, Dirt Blend Maps und Maskierungen verwendet. Auch die Dirt Blend Map ist letzten Endes ein anderes Wort für Ambient Occlusion und eine Schattierungs- und Rendertechnik, mit der berechnet wird, wie jeder Punkt in einer Szene dem Umgebungslicht ausgesetzt ist. Hinsichtlich Squadron 42 gibt es das hier als Neuigkeit. Jared wird uns aber nicht sagen, was es ist, für wen es ist oder wie viele arme UI-Soldaten es getötet hat. Aber was auch immer der Hintergrund sein mag, es sieht auf jeden Fall fies aus. Die Arbeiten gehen weiter an den neuen Runtime-Probes und den Tag-Nacht-Zyklen, die in New Babbage zum ersten Mal eingesetzt wurden und nun in bestehende Landezonen ausgerollt werden. Was das ist, das habe ich im Übersetzt-Video vom 8. Mai 2020 im Detail erklärt. Wer da nochmal hinschauen möchte, klickt einfach auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Auf jeden Fall eröffnet diese Technologie jetzt die Möglichkeit einer dynamischen Beleuchtung, je nach Tageszeit und/oder Umgebung. Wie bereits in den Inside Star Citizen-Sendungen von Mai und Juni vorgestellt, arbeitet CRG weiter am neuen dynamischen Feuersystem. Hier sehen wir die nächste Entwicklungsstufe. Das System berücksichtigt nun Temperatur, Brennstoffmenge, Feuer- und Rauchintensität und berechnet entsprechende Entzündungs- und Ausbreitungswerte, die Partikel erzeugen, die direkt von der Objektoberfläche ausgehen und diese dann umhüllen können. Nachdem dieser Meilenstein erreicht war, schaffte das Team es, einen echten Entität-zu-Voxel-Übergang zu ermöglichen. Kurz erklärt, eine Entität ist ein Objekt im Spiel, wie dieser brennende Tisch hier, und ein Voxel ist ein volumetrischer Pixel, also ein Würfel. Eine Entität wird mit unsichtbaren Voxeln umgeben, die ihre Zustände verändern können und bei Aktivierung Partikel erzeugen. Hier im Bild die brennende Entität, die nun durch das Schiffsinnere gezogen wird. Die umgebenden Voxel, volumetrische Pixel, entzünden sich jetzt quasi. You can see here our poor flaming cart, the entity, being dragged around this basic ship interior, igniting the surrounding voxels in flame. Zu sagen, dass die Teams bei CRG von den Gameplay-Möglichkeiten dieser Tech begeistert wären, ist eine echte Untertreibung, wirft Jared hier ein. Eines Tages können Feuerlöscher also zu noch mehr Nützlichem verwendet werden, als ihn jemandem in Theaters of War auf den Kopf zu schlagen. Natürlich kann der Effekt auch umgekehrt werden, was zu einer entsprechenden Quasi-Löschung führt. Und natürlich können die Flammen von Entität zu Entität übergreifen. Entsprechend geht es jetzt daran, an verschiedenen Löschmethoden zu arbeiten, einschließlich chemischer Löschmittel, Sauerstoffreduktion und mehr. Das Environment-Team, das sich um organische Visualisierung kümmert, erforscht derzeit neue Wege, um mit dem neuen Paint-Tool eine immer realistischere Oberflächenbedeckung durch Dinge wie Gras oder Wiesen zu ermöglichen. Das scheint auf den ersten Blick einfach, aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass es in einem planetaren Maßstab aufgetragen werden muss, während es immer noch auf kleinere Dinge wie Wind, Fahrzeuge und Spieler gleichermaßen reagiert. Was wir hier sehen, ist ein Test für den visuellen Realismusgrad, nur ohne Touchblend, quasi ohne Berührungsbewegung, sodass sich das Gras biegen würde, wenn der Spieler hindurchkriecht. Dieses Touchblend ist ebenfalls in Entwicklung und wird uns in naher Zukunft vorgestellt werden. Nun gibt es einen Blick in die Entwicklung der Origin 100er-Serie. Hier ist die Frachtsektion der 135er. Und die Anfänge des Cockpit-Innenraums mit seinem Steuerungshebel und Steuerungsschema, Landegestell mit Stoßdämpfungsmechanik und erste Oberflächenmaterialien, die geprüft und freigegeben werden. Nicht zuletzt gibt es noch einen Blick in die Greybox-Phase und die Materialabnahme für die Hercules Starlifter von Crusader Industries. Ein paar Ausschlussklauseln zu dem, was wir hier sehen. Das hier ist ein großes Schiff mit einer Menge zu befüllendem Raum. Aber diese Bereiche, die wir hier sehen, geben uns eine Idee von Design und Farbe der Innenräume. Und bevor wir den Hausmeister feuern,
Diese Bilder wurden für das vorhin bereits erwähnte Wear-and-Tear-Verschleißsystem entworfen. Das Schiff wird vermutlich also nicht so schmutzig sein, wie wir es hier sehen, wenn es seinen Weg ins Star Citizen Verse findet. When it makes its way into the Star Citizen Universe, Pico wouldn't allow it. Ein bisschen sauberer sieht's im Inneren der Hercules Starrunner aus, deren Eindrücke wir hier erhalten. Nun, wie es in der Broschüre heißt, wenn man schnell und unversehrt reisen möchte, geht das nicht besser als mit Mercury. Zu den Highlights gehören hier der Aufenthaltsraum, der Scanraum, das Foyer, man muss ein gutes Foyer einfach lieben, und das Cockpit. Das war's mit dem Inside Star Citizen für diese Woche. In der Verse Night am kommenden Dienstag um 20.30 Uhr begrüßen wir unsere deutschen CIG Community Manager Ulf und Chris bei uns in der Sendung. Zu sehen auf Mitchs Nerds and Geeks Kanal und auf meinem YouTube Streaming Kanal. Die Links, die bringe ich euch nochmal hier in der Beschreibung des Videos ein. Und auf sternenwanderer.org gibt es jeden Sonntag um 11 Uhr eine neue Episode der Hörbücher aus dem Star Citizen-Universum, von Brubaker und mir übersetzt, von Brubaker lektoriert, von mir eingesprochen. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns über euer Feedback im Gästebuch oder in meinem Discord-Kanal. Diese Sendung wurde euch ermöglicht durch meine Unterstützer auf tippi.com, www.tippi.com/astrosam. Wenn ihr noch mehr Infos und Videos haben möchtet, dann kommt gerne dazu, freue ich mich. Und ansonsten bleibt mir, wie nach jeder Sendung, euch ein wunderschönes, super Sommer-Sonnenwochenende zu wünschen. Alles Gute, bleibt gesund, bis demnächst. Cheers.